Zum 8. Dezember und ja, ich bin nicht wieder krank oder sonst was. Ich bin nur noch ungeschminkt, weil ich habe heute meinen freien Tag. Ich werde mich jetzt gleich schminken und fertig machen, bla bla bla. Aber ich wollte jetzt erst einmal schauen, was in meinen Adventskalendern drin ist und vor allem, was hier drin ist. Heute soll ich im Übrigen jemand die Tür offen halten. Und das ist relativ leicht. Ich mache es gerade mal auf. Ah, okay. Hier habe ich Peeling-Handschuhe, die hatte ich letztes Jahr auch schon drin gehabt. Ganz ehrlich, ich habe die noch nie benutzt, aber ich sollte sie jetzt mal benutzen. Ich werde sie auf jeden Fall benutzen und mal testen, wie sie sind. Wie gesagt, ich habe sowas tatsächlich noch nie benutzt. Dann habe ich, okay, ich habe kein Puder, Gesichtspuder, aber ich habe einen Blush, was auch total cool ist. Weil ich hatte gestern so ein bisschen den Gedankengang gehabt, dass ich... ja, vielleicht jetzt irgendwie noch was fürs Gesicht bekommen und ja, das habe ich. Und zwar ist es der Blush 010 und der sieht, okay, der ist sehr pinkstichig, der glaube ich ist jetzt nicht unbedingt was für mich, aber ansonsten ist es ein sehr schöner Blush. Vielleicht kann ich das irgendjemandem geben, dem diese Töne besser stehen. Hier habe ich noch einen kleinen Leckerli, den werde ich gleich essen. Und ich wollte euch noch was sagen, und zwar, wenn ich den Pulli anhabe, das ist so mein Ich-gammel-at-home-Pulli. Also falls ich den in der nächsten Zeit oder generell häufig anhabe, dass ihr darüber Bescheid wisst. Und ich mag es, glaube ich, mehr, wenn es hinten dunkel ist. Entschuldigung. Und ich hier keine Softboxen anmachen muss, weil ich glaube, das ist gerade nicht so vorteilhaft vom Gesicht. Ja, okay, ich habe mich auch gerade eingecremt. Naja, egal. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal was frühstücken und wir sehen uns später wieder. Hi Leute, ja, ich bin wieder im Auto. Ich treffe mich gleich mit einer Freundin von mir und wünscht uns viel Glück. Wir wollen jetzt nämlich mal schauen, ob wir es schaffen, nach Schottland zu kommen im Februar. Wir gehen nämlich jetzt zum Reisebüro. Wünscht uns viel Glück. Oh, es wäre so cool, wenn es klappen würde. Ja, es kommt halt immer drauf an, wie die Preise sind. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Februar ist halt echt sportgünstig. Und ich bin total nervös. Und danach werden wir noch Kaffee trinken gehen. Danach werde ich mich mit meiner Mama zusammentreffen. Da werden wir auch noch mal ein, zwei Sachen machen. Und ja, ich versuche euch mal so gut wie es geht mitzunehmen, damit ihr auch mal was außerhalb von meiner Wohnung seht. Hi, also ich bin wieder daheim. Ich habe natürlich sehr viel von draußen aufgenommen, yay. Aber so ist es gerade einfacher zu filmen, deswegen habe ich euch jetzt wieder auf meine Kamera gestellt und irgendwie ist es total dunkel. Aber egal. Ja, ich habe eine frohe Botschaft zu machen, denn ja, ich werde nächstes Jahr wieder nach Schottland fliegen, yay. Okay, also ich freue mich schon total drauf und es geht wieder nach Schottland, yay. Dieses Mal nicht alleine, ich nehme eine ganz, ganz liebe Freundin von mir mit und ich freue mich total drauf, yay. Denn ich kann euch gerade mal ein paar Eckdaten sagen. Also wir werden im Februar fliegen, wir werden nach Inverness fliegen und ja, also eigentlich genau da, wo ich das letzte Jahr auch war. Wir sind sogar im gleichen Hotel. Und ich finde das so cool und ich freue mich so drauf. Und ja, wir sind jetzt auch ein paar Tage mehr. Also wir sind über 5 Tage dann dort. Und ja, also ich freue mich schon total drauf. Ich finde das total cool. Und ja, ich freue mich. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Also es ist jetzt alles relativ günstig dann auch natürlich, weil zu dieser Jahreszeit ist einfach nicht so viel dort los. Und es ist auch in Venice, ist es, ja, da sind auch zwar viele, auch natürlich viele Touristen, aber jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel Glasgow oder andere Metropolen. Und ach, ich freue mich, ich bin gerade so voll excited, dass alles funktioniert hat. Irgendwie sieht das komisch aus. Ich habe im Übrigen einen neuen Pulli. Und ach, ich bin gerade einfach voll, voll excited. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch mit mich freuen, weil, also die Leute, die mich ja letztes Jahr, ich habe das auch, im Übrigen, Fun Fact, ich habe auch letztes Jahr während Vlogmas meinen Inverness-Fluch gebucht, dieses Mal auch. Und ja, dieses Mal wird es aber alles ein bisschen anders sein, denn ich weiß, auf was ich achten muss. Ich weiß, was passiert, wenn, und es ist ja ein bisschen was schiefgelaufen. Ich habe ja auch alles mal gefilmt gehabt und ja, aber jetzt weiß ich, auf was ich achten muss. Und wir sind zu zweit und das wird einfach mega schön werden. Ich freue mich, ich bin irgendwie so ein bisschen hyper gerade. Es wird auf jeden Fall cool werden. Okay, so, ich atme erstmal wieder durch. Und genau, es gab im Übrigen jetzt die ersten Resonanzen, nachdem ich euch ja gebeten habe, mir auch so ein bisschen mit mir zu interagieren, interagiere ich jetzt mal ein bisschen zurück. Habe nämlich jetzt ein, zwei Kommentare gekriegt, und zwar, also ich habe das im Übrigen das letzte Mal auch so gemacht, dass ich mehr oder weniger dann so euch die Kommentare kommentiere, währenddem ich ein Video mache. Und ja, finde ich ein bisschen persönlicher. Klar, ich kann noch was dazu schreiben, aber ja, ich tue es meistens dann so kommentieren. Und zwar, sorry, ich muss erstmal Luft holen. Ich bin immer noch total aufgeregt und ich freue mich einfach so, dass das funktioniert mit Schottland. Ach, das wird so toll werden. Okay. Und zwar, Gott, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Ich kann das am Anfang nicht aussprechen, Klenter. Ich habe euch ja gefragt, was ihr so für Ideen habt, was ich vielleicht euch abfilmen kann. Okay, also sie hat ein, zwei Sachen gefragt und sie hat währenddessen auch noch mal ein, zwei Ideen in denen reingebracht, was ich so machen könnte. Also die Liebe, die Freiheitsliebende hat ja auch mal gemeint oder mich gefragt, ob ich vielleicht mein Essen abfilmen kann. Ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Also ich glaube, ihr kriegt es ja auch mit, dass während meiner YouTube-Videos ich immer wieder an Gewicht zunehme und abnehme. Derzeit bin ich gerade am Zunehmen und ich ernähre mich gerade gar nicht gut. Also es gab zum Beispiel heute Morgen ein paar Toasts und ich habe eins, zwei Plätzchen gegessen von meiner Mutter und dann eben gerade als ich mit der Freundin halt die Sachen gebucht habe, haben wir noch ein Eis gegessen. Also meine Ernährung ist gerade nicht gut. Weiß ich nicht, ob ihr das sehen wollt, wenn ich das abfilme. Outfit of the Days. Ich kann euch ja gerade mal, zeigen, was ich hier anhabe. Und zwar habe ich hier, den habe ich mir gestern mich bei Zara gekauft im Sale. Der ist eigentlich total cool, der Pulli. Und ja, weil der ist hier so ein bisschen lockerer, hier ein bisschen enger. Und hat hier auch eine Mütze, der hat 9 Euro gekostet und ansonsten habe ich meistens eine schwarze Primark-Hose an. Also ich bin jetzt nicht so der Mode-Experte. Also ich kann es zwar ein, zwei Mal so zeigen, aber ich bin jetzt nicht so, keine Ahnung, ich habe mit Mode jetzt nicht so viel am Hut. Was ich so in der Wohnung getan hat, da kann ich tatsächlich mal eine Roomtour machen. Jetzt gerade nicht. Ich muss ein, zwei Sachen erstmal auf die Seite räumen. Aber ansonsten kann ich sowas auch gerne mal machen, eine Roomtour. Könnte ich echt nur machen, weil es hat sich einiges getan. Welche Kosmetikprodukte kaufst du schon seit Jahren immer nach? Das kann ich auch als Video machen. Dass ich euch mal meine All-Time-Favorites hochhalte, das ist eine coole Idee. Und was war als Kind das Schönste an Weihnachten? Also es gab natürlich auch Rituale, also das Allerschönste war natürlich, klar, wir waren damals in der Kirche, wir sind von der Kirche aus nach Hause gegangen, dann haben wir alle schön was gegessen, es gab bei uns immer Rouladen mit Klöße und Rotkraut und dann haben wir alle was gegessen, dann hat meine Oma immer total lange gebraucht mit dem Essen und ich fand das so schrecklich, weil ich immer wusste, dass es nach dem Essen ja die Geschenke gibt und ach, sie hat immer so lange gebraucht und
mein Bruder und ich, wir waren dann immer total narrisch und wir wollten halt natürlich die Geschenke haben und das war immer total, ach, das war total schlimm. Und ich weiß noch ganz genau, wie toll ich das immer fand, weil das ist immer so eine ganz schöne Sache, denn als wir nämlich in der Kirche waren, mein Bruder und ich, meine Mutter und mein Vater, hat mein Vater sich irgendwann rausgestellt und hat sich dann, ist nach Hause gegangen und hat nämlich vom Weihnachtsbaum das Licht angemacht. Also es war immer so unser Ritual. Sobald das Lichtchen an war, war das Christkind da und die Geschenke sind da. Ja, das war immer total schön, weil wir hatten dann im Wohnzimmer die Tür immer zugehabt. Bevor wir nämlich zur Messe gegangen sind, war die Tür auch schon zu. Aber man hat halt durch die Tür gesehen, dass der Weihnachtsbaum nicht an war. Und als wir dann von der Messe nach Hause kamen, war die Tür immer noch zu, aber die Lichtchen waren an. Das heißt, ich mittlerweile jetzt, ne, wusste ich natürlich, dass mein Vater sich irgendwann rausgestellt hat aus der Messe und hat dann halt das Lichtchen angemacht und die Geschenke hingetan. Aber als Kind wusste ich das natürlich nicht und das war immer so voll mächtig und ja, das sind so ganz tolle Erinnerungen, wie es früher halt war. Und natürlich dann halt, wie gesagt, dass wir dann alle schön zusammen gegessen haben, meine Oma immer zu lange gebraucht hat mit dem Essen und ja. Das sind so meine schönsten Erinnerungen und genau, sie hat ja auch noch nach den Ritualen gefragt und so, ich hab keine Luft mehr. Okay, die liebe Freiheitsliebende hat mich auch ein, zwei Sachen gefragt, da werde ich jetzt aber nicht so viel machen. Genau, sie musste lachen wegen Ebro's Beauty Palace, also da musste ich auch ziemlich lachen. Ich muss auch jetzt noch drüber lachen, dass ich das so gesagt habe. Sie hat das mit dem Food Diary angefragt. Glaube ich, werde ich tatsächlich nicht machen, weil stellt euch einfach nur das vor, was man nicht essen sollte und genau das esse ich. Und Make-up-Tutorial könnte ich auch mal eventuell machen und ich habe meinen alten Kanal vergessen zu verlinken. Das werde ich jetzt hier in dem Video machen, also mein alter Kanal, diese Yukiko-Cha 007, werde ich hier verlinken und in dem vorigen werde ich das auch nochmal mit reinmachen. Und ich werde jetzt erstmal ganz tief Luft holen. Also, wenn ihr wissen oder wenn ihr weiterhin irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr das ja gerne unten reinschreiben. Ich versuche mal morgen irgendwas abzufilmen, weil morgen bin ich nämlich auch den ganzen Tag tatsächlich auf der Arbeit. Das heißt, ich werde morgens irgendwie was abfilmen und das war's dann auch. Ja, so werde ich das wahrscheinlich machen. Ich weiß noch nicht genau, was morgen dann auf euch zukommen wird, aber ja. Ich freue mich, das dann euch zu zeigen und ich werde jetzt erstmal Luft holen und hiermit das dann jetzt beenden. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.